Kennen Sie auch diese Tage, an denen einfach alles gleichzeitig leer geht? Marmelade, Käse, Saft. Und dann dieser Riesenhaufen Müll auf dem Küchentisch. Und zack, ist die große schwarze Tonne auch schon wieder voll. Gut für die Umwelt kann das ja nicht sein. Aber wissen Sie was? Das kostet auch noch. Und zwar richtig Geld. Denn die schwarze Tonne wird von ihren Nebenkosten abgerechnet. Das heißt, je größer die ist, desto teurer ist sie auch. Mal ganz unter uns, da lässt sich einiges sparen. Hier die Zeitung zum Beispiel, Prospekte, Kartons, eben alles aus Papier. Das kann in die Tonne mit dem blauen Deckel oder ins Altpapier. Und die Entsorgung zahlt die Stadt. Oder hier Salami-Verpackung, Joghurtbecher, alles mit dem grünen Punkt, Tetrapacks. Da ist die Entsorgung im Kaufpreis schon enthalten. Einfach in den gelben Sack oder die gelbe Tonne werfen. Wird kostenlos abgeholt. Zahlen Sie keinen Cent für. Marmeladengläser. Glasflaschen. Die nehmen in der schwarzen Tonne richtig viel Platz weg und machen sie unnötig voll. Und das kostet. Vielleicht einmal die Woche zum Glascontainer. Und Sie haben die Sorge nicht. Wenn Sie dann auch noch eine braune Tonne haben, die gibt es leider nicht überall, können Sie dort auch noch Ihren gesamten Biomüll entsorgen. Eierschalen, Obstschalen, Kaffeefilter, Lebensmittelreste, eben alles, was irgendwie organisch ist. Wenn es sowas in Ihrer Stadt nicht gibt, dann muss das leider auch in den Restmüll. So wie der ganze Rest. Aber so viel ist das doch schon gar nicht mehr, oder? Da reicht auch eine kleinere Tonne. Und die ist billiger. Was Sie mit dem Geld, das Sie da sparen, anstellen, tja, das ist dann Ihre Sache.